ein Selfie vor dem Bolschoi und ein Sommerbad gleich in der Nähe. Hochkultur und Bürgerspaß, das ist das neue Konzept einer alten Stadt. Viele Straßen und Plätze wurden dafür in den letzten paar Jahren umgebaut, viel Geld ausgegeben. Moskau wird endlich eine europäische Stadt. Es wurde gemütlicher. Viel sauberer als früher. Viel offener. Mit großem Selbstbewusstsein rast Moskau in die digitale Zukunft. Solarbetriebene Straßenanzeiger und Parkplätze, Fahrräder zum Ausleihen, gratis WLAN überall. Ein Riesenpark gleich neben dem Kreml wurde eröffnet und hat selbst den strengen Kreml fröhlicher gemacht. Modern, offen, gemütlich. Eine Weltstadt zum Leben. So präsentiert sich das Moskauer Stadtzentrum für Einheimische und Touristen. Ganz nach dem Willen des amtierenden Bürgermeisters Sergei Sobjanin. Seit 8 Jahren regiert Sobjanin die russische Hauptstadt. Ursprünglich vom Kreml bestimmt, stellt er sich jetzt zum 2. Mal zur Wahl. Und tut alles, um diese Wahl demokratisch aussehen zu lassen. Wie in diesem Werbespot, in dem er die Moskauer aufruft, unbedingt wählen zu gehen. Geh vorwärts, tu was für die Demokratie, für die Macht der Bürger von Moskau. Doch die haben unter Sobjanin eben keine Macht, beklagt einer seiner Herausforderer, Ilya Svyridow. Der Politiker von der Oppositionspartei Gerechtes Russland sieht in Sobjanins Führungsstil ein Abbild des politischen Systems in ganz Russland. Einer bestimmt alles. Das größte Problem in Moskau ist, dass die Menschen hier das Gefühl haben, die Behörden vertreten nicht ihre Interessen und tun einfach, was sie wollen. Du lebst also in einem Haus und im anderen Haus nebenan bestimmen die Beamten, wie dein Geld ausgegeben wird, ohne dich zu fragen, was du wirklich brauchst. Beispiel neuer Straßenbelag. 4 Millionen Quadratmeter der Moskauer Bürgersteige werden neu gepflastert. Kosten mehr als 100 Millionen Euro. Obwohl viele Straßen bereits im letzten Jahr erneuert wurden, wurden sie in diesem Jahr wieder aufgerissen und nochmal gepflastert. Sobjanins Kritiker vermuten Korruption und fragen sich, warum nicht lieber neue Schulen und Krankenhäuser gebaut werden. Doch das eigentliche Problem dieser Wahl seien nicht die merkwürdigen Straßenbaugeschäfte des allmächtigen Bürgermeisters, sondern das Fehlen der politischen Konkurrenz, sagen die Kritiker. Schuld daran sei ein kompliziertes Auswahlverfahren, bei dem nicht die Bürger, sondern die regierende Partei bestimmt, wer kandidieren darf. Durch diese formalen Filter schließen die Behörden geschickt die Kandidaten aus, die ihnen Konkurrenz machen könnten. Was bleibt, ist die zahnlose und chancenlose Opposition. In diesem Sinne steht die Moskauer Wahl symbolisch für den Zustand der Demokratie in ganz Russland.